Also, die Überschrift heißt Leistungsstörungen. Und Leistungsstörungen sind deswegen interessant, weil hier Fälle draus werden. Wenn die Leistung nicht gestört ist, dann läuft alles glatt und das ist das, was wir uns als Marketingleute ja wünschen. Wir verschicken unser Produkt, der Kunde zahlt, alles ist gut. Und das ist Gott sei Dank auch der Schwerpunkt der Fälle. Sonst wäre es ja wirklich, dann wären wir ja nur noch mit solchen Dingen beschäftigt hier. Wir als Betriebswirte, als Marketingleute, die wir im Moment sind, wollen uns ja mit sowas eigentlich gar nicht beschäftigen. Wir wollen, dass das glatt läuft. Aber es gibt eben auch die Situation der Leistungsstörung. Und während wir uns ausrichten auf das, was gut geht, muss der Jurist immer daran denken, was schiefgehen könnte. Wenn Sie zum Jurist gehen und sagen, zum Anwalt gehen und sagen, regeln Sie mal für mich so und so und den Fall und ich hätte mal einen Vertragsentwurf und so, dann überlegt er, was alles schief gehen kann. So sind die gestrickt, so sind die ausgerichtet. Und Sie müssen, denn wenn es nachher schief geht, dann sagt der Mandant mit Recht, warum haben Sie das nicht geregelt? Jetzt stehen wir da. Also Leistungsstörungen sind die Fälle, wo was schief geht. Und daraus werden dann die Fälle und damit beschäftigen sich dann die Juristen, die Anwälte, die Gerichte, die Parteien und so weiter. Und ich habe hier mal strukturiert nach den wichtigsten Leistungsstörungen. Insgesamt sind es sechs Leistungsstörungen überhaupt. Sechs. Ja, nur sechs. Sechs Leistungsstörungen insgesamt überhaupt. Und ich habe hier mal strukturiert nach den wichtigsten Leistungsstörungen. Das sind sozusagen die Verletzung des Hauptschuldverhältnisses. Und zwar die wichtigsten Leistungsstörungen des Schuldners, denn auch der Gläubiger, das ist dann die sechste Leistungsstörung, kann eine Leistungsstörung begehen. Das geht. Also es sind fünf Dinge, die der Schuldner praktisch falsch machen kann und eine Sache, die der Gläubiger falsch machen kann. Und das hier sind zunächst die drei Hauptleistungspflichtverletzungen des Schuldners. Was kann er falsch machen? Nun, er liefert zu spät. Wir nennen das Schuldnerverzug oder Späterfüllung. Er liefert die Sache ist auch in Ordnung, aber er liefert sie zu spät. Das zweite ist die Unmöglichkeit, er liefert gar nicht. Und das dritte ist die Schlechterfüllung, die Sache wird geliefert, die Sache wird auch rechtzeitig geliefert. Aber die Sache selber hat Mängel. Das ist die Schlechterfüllung. Kann man sich das merken? Ich glaube ja. Na, das ist nicht so schwer. Die Sache wird zu spät geliefert, die Sache wird gar nicht geliefert und die Sache wird geliefert, aber sie ist defekt. Sie hat Mängel. Das ist, glaube ich, nicht so schwer sich vorzustellen. Das sind die Verletzungen der Hauptpflicht des Schuldners, denn er muss ja die Sache liefern. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.